Guten Morgen, ihr Lieben, zur Tagesbotschaft. Ja, noch mal ein paar Worte. Gestern, also wir haben heute Montag, ich drehe die Tagesbotschaft ab für Dienstag, die habe ich Montag nicht geschafft. Jeder, der den Livestream geguckt hat, vielen, vielen Dank für eure zahlreichen Zustimmungen, für das Mitmachen. Leider konnte ich auch nicht alle Fragen beantworten. Ich habe nicht sofort den Text gesehen. Ihr habt ja gesehen, Schatzi saß auch neben mir, der hat das alles gemanagt. Und weil ich gesehen habe in den Kommentaren wegen Dano, das war wirklich spontan, ja. Wir hatten nichts geplant. Er ist zugestoßen nach, glaube ich, 2,5 Stunden. War auch voll lieb von ihm und hatten ja auch wirklich viel Spaß. Aber diese Livestreams sind so gut wie nie bis sehr selten wahrscheinlich geplant, ja. Weil man muss auch gucken, wie hat man am Wochenende Zeit, war alles neu für mich. Ich hätte es niemals alleine geschafft, ja. Und von daher war es auch kein Wunder, dass ihr das nicht gesehen habt, wenn ihr das verpasst habt. Bei manchen ist es so, dass man wirklich nicht benachrichtigt wird. Oh, fängt ja schon wieder gut an. Bei mir auch. Ich habe es auch schon gehabt, dass es bei mir nicht angezeigt wurde, ja. Obwohl ich abonniert habe, auf die Glocke gedrückt habe. Und man muss ja da fast alles drücken auf YouTube, um irgendwie die News zu bekommen. Aber macht euch keine Sorgen. So ein Livestream wird es öfter geben. Aber in Kombination war das keine geplante Sache. Das war alles spontan. Und manchmal ist es auch spontan am schönsten, ja. Weil man da eben nicht unter Druck steht oder irgendwas. Es kommt, wie es kommt, ja. Genauso wie die Karten. Der Zufall, alles, was mir zufällt, kommt. So, ihr Lieben, jetzt habe ich ein Problem. Ich sehe gerade mein Brett von gestern. Es sah hier aus wie in der Redaktionsabteilung. Monitor, Laptop, Kamera. Meine Sachen stehen jetzt da drüben, außer meine Karten. Dann muss ich die Karten, eure Tagesbotschaft, heute hochhalten. Ich habe ja gesagt, ich werde immer eine ziehen, damit wir damit durchkommen mit dem Stapel. Ah nee, die hatte ich gestern schon, die Lichtfamilie. Moment. Machen wir ordentlich. So, für die Tagesbotschaft, ihr Lieben. Mann, die hatte ich auch, Phönix Energie. Ach, ich Depp, hab die im Live überhaupt nicht nach hinten gepackt. Entschuldigung, es wird noch was. Wir kriegen die Ahnenkraft. Meine Ahnen stehen hinter mir und geben mir Kraft. Vielleicht habt ihr manchmal so einen Bezug, ja? Wo ihr denkt so, Mensch, von wem habe ich denn die Eigenschaft? Warum erinnert mich dieser Mensch? Hatte ich vielleicht mal vor Großmutter, vor dessen Großmutter jemanden, ja? Woher kommt das? Vielleicht, wenn ihr euch auch wundert, wo kommt eure Spiritualität her? Vielleicht steckt das irgendwo drin oder ihr bekommt besonders viel Kraft, wo man sich manchmal wundert, von wem habe ich diese Begabung, ja, oder diese Leidenschaft? Manchmal fragt man sich das ja wirklich. Auch hier werde ich die erste Karte nehmen für eure Tagesbotschaft. Was bringt dich zur Ruhe? Bestimmt gibt es Personen, Dinge, Lieder oder Tätigkeiten, bei denen du ganz ruhig wirst. Mach dir diese Ruhepole bewusst und umgib dich mit ihnen, so oft es möglich ist. Und wir gehen rein. Ich werde, ach, heute nehme ich mal ein ganz, ganz anderes Tarot. Ich greife hier einfach mal. Hier, guckt mal. So sind die drin. Ja, das Vampire-Tarot heute mal nicht, aber ich nehme das Pforten-Tarot. Das Tarot mit dem Brunnen, mit der Fontäne. Ja, wir gehen mal rein, ihr Lieben. Was kommt raus für ein Hauptthema? Für die Tagesbotschaft. So, wir haben König der Stäbe und wir haben Page der Schwerter. Einer macht, einer redet zu wenig. Von einem wollt ihr irgendein Gespräch oder auch sein Wissen am liebsten haben. Es könnte hier eine unreife Person sein, steht manchmal auch für Kinder, ja, müsst ihr mal gucken. Ihr seid König der Stäbe und es gibt jemanden an eurer Seite, aus dem man nicht schlau wird, ja, der vielleicht auch jetzt gerade mit dem Sprechen hier zurückhält. So, Moment mal, ich behalte alles für mich. Es ist nicht ungewöhnlich, dass man sich hier wirklich Gedanken macht,
aber man spricht hier nicht so. Ihr kommt hier bei dieser Person gerade nicht weiter. Es könnte auch sein, dass ihr irgendwie noch auf Aussprachen wartet, aber da bist du hier noch in der vollen Power, im Besitz deiner vollen Kräfte, ja? Das ist jetzt nicht für jemanden, der mit dieser Person keinen Kontakt mehr haben möchte. Hier ist man irgendwie noch stark genug mit der Energiekönig der Stäbe. Ihr hofft, ihr habt da noch wirklich Kraft, ja? Aber es geht hier um diesen kleinen Frechdachs als Frau oder Mann gesehen. Hier ist eine Energie, hier kann jemand vielleicht auch nicht so die Kommunikation zum Ausdruck bringen. Das kann auch sein, ja, dass man hier denkt. Man sucht nach dem Anlauf, man sucht nach der perfekten Zeit, ja. Wann fängt man an zu sprechen? Aber man ist so, man denkt drüber nach, ja. Das lassen wir erstmal stehen. Wir haben den Hierophanten. Also das Gespräch wäre wichtig oder die Aufklärung für dich selbst. Dass du hier zur Erkenntnis kommst, ja, haben wir hier eine Stierenergie noch drin. Das wird euch beide weiterhelfen, dieses Gespräch, ja. Auch wenn sich hier der eine zurückhält, wird euch das beiden eine Erkenntnis geben und vielleicht auch aus irgendeinem Kreislauf hier rausholen. Und da haben wir auch schon die Sonne. Dieses Jahr. Zumindest die Kommunikation wäre hier nötig, ja, notwendig, dass ihr hier miteinander abschließen könnt, dass ihr miteinander vorwärts kommt, dass man hier wieder neue Kraft schöpft, ja, weil das zerrt vielleicht dann doch jetzt schon langsam an deine Nerven hier, weil du bist hier noch voll gepowert, hast noch die Kraft, darauf zu warten oder dich für das Gespräch zur Verfügung zu stellen, aber es wird euch hier beiden nochmal viel, viel mehr Input geben, dass ihr euch wirklich hier sehr gut fühlt, ja, durch diesen Austausch. Da geht das hin. Dieses Gespräch oder diese Klärung wäre sinnvoll, damit ihr beide hier irgendwie schon fast befreit, je nachdem, in welche Richtung ihr geht, ja. Aber das ist, die Erkenntnis ist für euch beide hier in der Reihe mit der Sonne. Ihr habt beide was von. Jetzt müsste das nur noch der Page der Schwerter hier verstehen in der Energie. Ihr habt beide was von, wenn ihr euch hier miteinander irgendwie, ja, austauscht, ja, jeder auf eine andere Art und Weise. Ich denke, du hast ganz klar gesprochen, weil du hast hier genug Kraft, um zu warten. Du wartest, wann kommt hier Page der Schwerter aus dem Rückzug oder wann wird was erzählt? Ich leg mal auf den Pagen der Schwerter. Kann natürlich auch mit Arbeitssituationen zu tun haben, ja. Mit Familienmitgliedern, mit Freunden. Deswegen sage ich ja immer, Positives wie Negatives, falls hier nichts resoniert, in diesem Video bitte drin lassen. Hier ist man aber wirklich am Gucken, hier ist man unterwegs, hier hat man ein Problem. Man ist hier wahrscheinlich als Page der Schwerter sehr, sehr unentschlossen. Wir haben hier den Wagen mit einer Krebsenergie und zwei der Münzen, ja. Man kriegt wahrscheinlich diese Impulse ständig rein. Irgendwie kommen sie immer wieder rein, ja. Und dann kommt vielleicht auch irgendwas immer dazwischen oder man wägt hier wieder ab, wenn es losgeht, wenn ich mich hier einer Kommunikation zur Verfügung stelle. War kein Deutsch, aber ihr wisst schon, was ich meine. Dann wägt man hier immer so ab. Ist ja auch lustig, dann wägt man immer ab mit dem Wagen, ja. Also zwei der Münzen eher. Aber man sucht nach der, als ob das eine Zeitfrage ist, ja. Man sucht hier nach der richtigen Zeit. Wann ist die richtige Zeit für diesen Weg, ja, für diese Klärung? Wann möchte ich darüber sprechen, denkt sich der andere. Wir haben hier zwei der Münzen. Also wirklich mit dem Wagen eine absolute Unentschlossenheit. Wann? Welche Kommunikation wird es geben? Was sage ich? Das ist wirklich so dieser Stopp von diesem Pagen der Schwerter, ja? Ist leider ein bisschen doof, dass ihr das nicht seht, ne? So. Wagensuche. Wann ist es soweit, ja? Wann geht's hier los? Ich guck mal, welche Erkenntnis bekommt ihr denn hier? In welchem Bereich
was sollte gelöst werden? Also hier steckt man fast im Teufelskreis drin. Es ist eine Verstrickung zwischen euch beiden. Man kommt nicht vorwärts, man kommt nicht raus. Ja, ihr seid beide, solange ihr euch hier nicht aussprecht, beide gefangen. Nicht nur du alleine. Ja, du brauchst das unbedingt. Und es geht hier darum, darf ich loslassen oder soll ich noch dran festhalten? Ja, bei dem Hierophanten. Darf ich festhalten, soll ich loslassen? Weil wo kriege ich meinen Selbstwert wieder her? Ja? Wo geht meine Richtung lang, wo ich mich wieder stark und wohlfühlen darf? Es könnte sein, dass es so langsam anfängt, hier wirklich so ein bisschen zu bröckeln. Dass du immer wieder merkst, so Mensch, also solange das Gespräch nicht geführt wird oder solange wir hier die Klärung nicht bringen, bin ich hier nicht vollkommen, ja? Dass du das als Gefühl hast. Und eben der Hauptpunkt durch die Erkenntnis, lassen wir es sein oder halten wir dran fest? Für dich oder für dein Gegenüber, ja, das ist so die Message in dieser Hierophanten-Energie. Und, Knutschi, wir haben die Mäßigkeit, oh Gott, Lippenstift drauf, in diesem, hier ist irgendwas gefangen, ja, ihr seid hier beide gefangen. Jeder überlegt jetzt für sich, inwieweit wurde hier etwas übertrieben, inwieweit hattet ihr hier einen Prozess, wo du zu weit reingegangen bist, wo dein Gegenüber vielleicht auch zu weit reingegangen ist, was war hier von toxisch, ja, das muss natürlich aufgelöst werden und dafür ist wahrscheinlich auch das Gespräch wichtig oder diese Erkenntnis für euch beide, ja. Wir gehen mal rauf, das, was für euch schön sein soll, passt auch perfekt, wir haben den Tod, das ist für euch wichtig, ja, Neuanfang, Altes ablösen, da wollt ihr rein und genau das ist das O-Problem zwischen euch beiden. Ihr könnt beide, solange wie ihr das wahrscheinlich nicht ausgesprochen habt, das kann eine Energie sein von heute, vielleicht fühlst du dich nächste Woche schon ganz anders und sagst dir, okay, ich muss jetzt an mich denken. Aber hier in der aktuellen Energie wäre es für beide wichtig und für dich speziell hier zu wissen, wo geht mein Weg hier weiter, wenn die Aussprache kam, ja? Das ist ganz, ganz wichtig für deinen Neuanfang, damit du hier wieder neue Energie schöpfen kannst, damit du auch eine Klarheit hast, okay, das ist abgehakt, da wird es keinen Neuanfang geben oder es geht nur, indem wir das alles vergessen, ausgesprochen haben und neu etwas wiederholen oder neu anfangen, ja, also neu wiederholen jetzt in dem Sinne von, wir probieren es mit einem Neustart, weil das gehört auch zu der Sonne, ja, diese Befreiung, dass ihr hier Bescheid wisst, okay, hier fühlt sich irgendwas schwer an, solange dieser Prozess nicht ausgesprochen ist. Ich gehe mal rein bei König der Stäbe, was ihr ja für mich seid. Wo haltet ihr noch die Kraft? Für was ist das wichtig? Wir haben hier 8 der Schwerter. Okay, also du fühlst dich hier komplett blockiert, du wartest sozusagen wirklich auf dein Gegenüber. Du kannst hier nichts machen, solange hier Page der Schwerter nicht aus seiner ja, Komfortzone rauskommt, ja, und auch nicht spricht. Aber das passiert ja hier gerade bei den Pagen der Schwerter. Ein Weg finden wägt manchmal ab und hält oder behält seine Sachen noch für sich, weil man vielleicht auch gar nicht weiß, was soll man jetzt sagen. Wenn ich das sage, dann ist es vielleicht ungünstig für mich. Bei der anderen Ansage bin ich mir selbst nicht sicher. Ich denke, der Page der Schwerter steckt da irgendwie in so einer Energie drin. Und bei dir ist es einfach so, du hast gemacht, du kannst sie nicht mehr tun. Aber pass da auf in der Energie, dass es nicht weiter blockiert. Ja, also solange wie der Page der Schwerter hat hier wirklich fast den enormsten Hauptpunkt, ja, damit du weiterkommst, damit du hier aus deiner Blockade oder damit du nicht zu doll blockiert wirst, hier rauskommt. Du bist fast abhängig, deswegen vielleicht auch der Teufel, von deinem Pagen der Schwerter, ja. Dieses Weiterbringen, diese Erkenntnis zu kriegen, das ist hier so ein Prozess. Du bist hier irgendwo noch drin und abhängig, ja. Wir gehen mal rein mit einer Geistesführerkarte und dann würde ich sagen, reicht das erstmal für die Tagesbotschaft. Es liegt jemand dort, der anfängt, diesen Weg zu suchen, um zu sprechen, ja, oder sich Gedanken zu machen, das definitiv. Deine Geistesführerkarte. Ja, guten Tag. Es kommt auf Freundlichkeit an.
Vielleicht war euer Gespräch sehr unschön, ja? Vielleicht ist hier jemand gegangen, der nicht freundlich oder verständnisvoll gesagt hat, auf Wiedersehen, bis bald, auf Wiedersehen, es tut mir leid, vielleicht auch keine Entschuldigung hinterlassen. Vielleicht fühlst du dich von dem Buben der Schwerter auch oder Page der Schwerter auch so verletzt und enttäuscht, dass es dir hier wirklich sozusagen sagt, du, ich bin nicht böse auf das, was passiert ist. Aber dein Abgang oder diese feigen Situation oder das Rückspiel, ja, oder hinter meinem Rücken, die abgelaufen sind, die Sachen, die abgelaufen sind hinter meinem Rücken, das war vielleicht auch das, was dich am meisten hier beschäftigt hat. Aber die Klärung liegt hier einfach drin, weil sie auch deinem Gegenüber hier von Nutzen ist. Ja? Dein Gegenüber kommt hier selbst nicht raus, solange man hier nicht spricht. Man braucht für euch beide diesen Abschluss oder Neuanfang, um hier mit der Sonne wieder Kraft zu tanken, ja? Das bindet euch beide irgendwie und hält euch beide fest. Das wird wahrscheinlich schon noch rauskommen. Also wir hatten Skorpion-Energie, Schütze-Energie, Stier-Energie und Krebs. Wagen, Hierophant, Mäßigkeit und den Steinbock als und Skorpion mit dem Tod, ja, das Arkanum der Tod, ihr Lieben. So, Zitatkarte. Und dann sind wir wirklich durch. Ich wollte ja nur noch ziehen. Die beste Weise, sich um die Zukunft zu kümmern, besteht darin, sich sorgsam der Gegenwart zuzuwenden. Das wird wahrscheinlich auch eure Sonne sein mit dem Arkanum der Tod. Neuanfang, ja. Jetzt gerade drin steckend. Das muss oder müsste geregelt werden, damit es hier einen schönen weiteren Verlauf gibt, ja? Vielleicht holst du dir auch in der Gegenwart die Kraft, indem du König der Stäbe bist. Du steckst ja mittendrin, aber du scheinst dir für den Prozess so viel Kraft zu haben, dass du wirklich weißt, das ist jetzt deine Gegenwart. In der Vergangenheit können wir hier nichts mehr aufräumen. Es geht hier nur noch um das Jetzt. Dieses Gespräch muss stattfinden oder diese Aufklärung an sich, die euch beide betrifft, ja, und das ist die Sonne. Das ist die Sonne. Die beste Weise, sich um die Zukunft zu kümmern, besteht darin, sich sorgsam der Gegenwart zuzuwenden. Das Gespräch muss folgen, ja, damit ihr hier reinkommt. Sich der Zukunft zu kümmern. Mein Gott, also heute ist ja wieder schön. Fast in jedem Video, ne? Brauche ich, glaube ich, auch gar nicht mehr ansagen. Heute ist ja wieder schön. Nee, Miranda, so redest du immer, ihr Lieben. Habt einen schönen Tag. Genießt die Sonne, falls ihr welche habt. Wir haben heute Sonne. Das ist sehr, sehr schön. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Gesundheit. Falls ihr irgendwie flach liegt oder ja irgendwie angeschlagen seid, dann wünsche ich euch natürlich gute Besserung. Mua. Danke fürs Gucken, Liken, Kommentieren, Daumen drücken, alles, was ihr macht. Danke dafür und tschüss.